Ein Tor, ein Haus. Das gehen wir da mal gleich erkunden. Ja, hierbei handelt es sich um eine Jagdhütte von Genosse Erich Mielke. Eine seiner vielen Jagdhütten, schön mitten im Wald. Schön ruhig hier. Naja, ja, gehen wir mal rein. Mit überdachten Außenbereich. Blick auf den Fischteich. Oh. So, jetzt wäre Licht. Oh, Gänse. Ja. Hier war der gemütliche Bereich. Das Kaminzimmer. Schön groß. Hier war dann der private Bereich. Ich nehme an, Schlafbereich wird hier gewesen sein. Hier eine kleine Küche. Schöne Fliesen, so schön grünlich. Hier mit Loch im Boden. Hier ging mal eine Treppe runter in den Keller. Ja, Sanitärbereich. Klo und Dusche. Oh, ein Traum in Rosa. Mit gesprengter Schüssel. Naja. Aber viel mehr ist hier nicht. Dann gehen wir mal runter in den Keller. Müssen wir jetzt hier wieder runter. Und weil dieser blöde Baum hier die Treppe versperrt, ja, bleibt nichts weiter übrig, als hier nur noch zu springen. Und das in mein Alter. Die Garderobe. Ja, Warmwasserspeicher. Elektroverteilung. Da haben wir hier noch schön. Musikinstrument. Ey. Gruselig. Da liegt der Rest. Geht's wieder nach oben.
Ja. Ein schöner Bereich hier. Ja, auch hier der Fahnenhalter. So, hier haben wir einen Backofen. Da wurde dann wahrscheinlich das erlegte Wild schön gebacken, gebraten, gegrillt. Zeug. Ja, alles mit Holzvertäfelung. Hier wieder Naturstein. Und relativ gemütlich. Mit Stehtischen. Lampen noch da oben. Also das war jetzt erstmal die kleine Jagdhütte. Draußen ist ja wie gesagt noch mehr. Boah, Viehzeugs. So, da muss ich aber jetzt erstmal. Zack, rum. Na, komm schon. Irgendwie jetzt hier wieder hochkommen. Yes. Ja. Ja. Ja, ist nicht so einfach. So. Was haben wir denn hier am Haus? Komisches Teil. Ja, hier war ein Fischteich. Aufpassen, wo man hier hinläuft. Ist das Wasser dann auch lang gelaufen? Ja. Erst habe ich gedacht, ist hier ein Regenwassersammelbecken, aber wo soll das Wasser herkommen? Also Fischteich. Inzwischen fühlt sich der Biber hier ganz wohl, wie man sieht. Jetzt blendet die Sonne von vorne. Sonne, ey. Oh, das war hier zur Gewässerbelüftung. Da wurde das Wasser angesaugt und oben aus den ganz kleinen Düsen, wie man sie da sieht, ist das Wasser dann wieder zurückgesprudelt. Also eine Art Springbrunnen. Ja, damit wurde halt das Gewässer hier belüftet. Ja, eigentlich ein schöner, idyllischer Ort hier. Und da hinten haben wir noch ein kleines Gebäude. Das war dann die Außenküche, wo sie die Tiere, die sie gejagt haben, dann weiterverarbeitet haben, geschlachtet haben. Ausgenommen haben. So. Hier alles hier fließt. Mit Ablauf im Boden. Hier die Haken an der Decke. Da haben wir die Tierchen vielleicht aufgehangen.
hier denn grob abgewaschen. Was haben wir hier noch? Ja, hier sieht es ja auch aus. Tja. Vielleicht Art Lagerraum. Ja, nochmal eine Waschecke. Jetzt in den Keller, aber der ist zu. Ja, da werden wir nicht reinkommen. Ja, schade. Bootseinlegeboden. Da liegt das Boot ja noch. Ja, da ist noch ein Hochstand. Jo, das war die kleine, aber feine Jagdhütte von Genosse Mielke.